Guten Tag und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, jetzt nehmen wir uns vor die versteckte Klinge 2 und alle Waffen 2. Also ist das genau wahrscheinlich die gleiche Scheiße, die wir gerade vorher gemacht haben, bloß mit einer anderen Map. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und damit habe ich so gefailt mit der versteckten Klinge. Oh. Das wird ja jetzt ein Spaß. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt gerade gar nicht, was auf mich zukommt. Wegen. Die Map habe ich auf jeden Fall schon nicht gemacht. Oh Gott. Okay, da geht's lang, da geht's lang. Nehmen wir mal den Weg. Der schaut irgendwie toll aus. Ich hoffe mal, dass er einfach auch mal toll ist. Gott, guck dir die Ziele an. Auf jeden Fall sind die alle aufeinander gepackt irgendwie. Oh, doch, den kann ich doch vorschalten. Die Map kommt mir irgendwie leichter vor, wegen. Hier sind ja alle fast schon nebeneinander und alles. Was die Sache auf jeden Fall leichter macht. Und da hat mich jemand entdeckt und die Mission beendet. Komm schon, ich bin noch runter. Oh, guckt es euch an. In der letzten Sekunde bin ich noch runtergekommen. Aber auf jeden Fall vertröde ich jetzt übel Zeit, wenn ich einfach da unten so rumhänge. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Was ist mit der Wache jetzt da unten? Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht runtersteigst. Ach, sei ruhig. Ich hab's jetzt eh schon verkauft, glaube ich. Wenn ich mir nicht vorstellen. Okay. Hättest du dich länger umgedreht? Ah, der sieht mich. Nein. Nee, der Weg ist... Der Weg ist, glaube ich... Nein, nein. Nee, nee, nee. Boah, es gibt drei Wege gleich am Anfang. Boah, warten. Nehmen wir nochmal den Weg. Wenn es jetzt nicht klappt, nehmen wir einen anderen. Vielleicht mal den hier. Der schaut doch auch gut aus. Glaube ich einfach mal so. Nehme ich mir mal. Okay, den können wir so ausschalten. Ich könnte den auch einfach runterschmeißen. Was ich beim nächsten Versuch machen werde. Und der wird auf jeden Fall gleich noch kommen, weil ich bestimmt gleich nochmal faile. Ah genau, jetzt habe ich den ausgeschaltet, dann kann ich den perfekt ausschalten. Okay. Ah, jetzt bemerkt er das. Ah, das ist gut, das ist gut. Dann kann ich den gleich mit einem Attentat von oben ausschalten. Das ist gut. So werde ich auf jeden Fall die ganze Zeit machen. Okay, 7. Und da oben ist schon der 8. Komm, bitte lass es nur 1,40 Zeit haben für die Goldmedaille. Komm schon, bitte, Goldmedaille. Oh yeah, geil, geil, geil. Wie viele Versuche haben wir gebraucht? 2 oder 3, ne? 1,15, Mann. Das war ja noch knapp. Jetzt nochmal mit alle Waffen die gleiche Map. Das werden wir, hoffe ich, auf jeden Fall schaffen. Wegen ist ja nur Armbrustmäßig. Mal gucken, ob wir es genau wie beim letzten Part mit den First Try schaffen und wähl die Armbrust aus. Danke. Obwohl, den können wir schnell mit der versteckten Klinge auswählen. Nein, beim zweiten Try. Die Armbrust habe ich doch auf der 4 gelegt. Nee. Moment. Da. Zack. Da kann ich die auch schnell einfach auswählen. Und nicht immer ins Waffenmenü. Habe ich jetzt eh schon verkackt. Deswegen, ich glaube, hier muss jetzt schon eher alles perfekt sein. Nicht wie beim ersten. Ja, voll unnötig irgendwie war das gerade. Die Aktion von mir. Naja. Machen wir es nochmal. Okay, ich gebe zurück. Irgendwie fail ich jetzt gerade bei den allen Waffen nur noch. Obwohl das ja eigentlich am leichtesten ist. Wie ich finde. Aber naja, was soll's. Was soll's, was soll's. Ey. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Ach, was drehst du dich denn um, du Dödel? Genau, du Dödel. Auf jeden Fall ist das schon gut, was ich da gerade gemacht habe.
Na, nicht so gut, weil ich gefällt habe, aber ich habe schon ein bisschen langsam den Dreh raus mit den allen Waffen. Auf jeden Fall muss man bestimmt die ganzen Wachen mit der Armbrust ausschalten irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die nochmal alle so ganz toll mit der Zeit her alle mit der versteckten Klinge irgendwie ausschalten kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, das habe ich nochmal geschafft. Zack. Und du auch noch. Yo. Und Goldmedaille? Na? Yo. Ja. Jetzt überlege ich mir, soll ich jetzt noch weitermachen oder soll ich den Part beenden? Wir sind gerade erstmal bei 5 Minuten. Okay, gleich 6 Minuten. Aber trotzdem, ich meine, das ist sehr wenig Zeit für einen Part. Ah. Ne, komm, 2 Missionen haben gereicht irgendwie, wie ich finde. Wie ich das auch bei den ganzen anderen vorigen Parts gemacht habe. Und jetzt werde ich den Part dann beenden, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Brotherhood wieder. Und dann machen wir die versteckte Klinge 3 und alle Waffen 3. Und dann hätten wir auch die Attentat-Dingens-Serie hier beendet. Danach kommt halt noch Lokalisieren und der Kampf. Was das ist, keine Ahnung. Aber irgendwie... Beute sammeln? Okay. Naja, lassen wir uns überraschen und ich werde erstmal den Part beenden und dann tschüss, ne?